Einen schönen guten, meine Hedy-Freunde und Agrarwissenschaftler. Ja, ich komme gerade von der Arbeit und heute Nachmittag ist wirklich, ich wollte es noch in meinem Video erwähnen, habe ich ganz vergessen gehabt, das Update rausgekommen. Wir werden natürlich jetzt erstmal gucken, was das Update alles so gebracht hat, was wir machen können. Die meisten wissen wahrscheinlich, haben schon alles hingestellt, aber wir gucken alles schön in Ruhe und gucken wir mal rein, was da so los ist. Ja, für Leute, die ein Abo natürlich dagelassen hat, schönen Dank dafür nochmal, ihr helft mir da wirklich weiter. Aber allerdings habt ihr natürlich auch Vorteile, ihr habt dieses Video sofort angezeigt gekriegt. Ja, das Video habe ich gestern Abend gedreht, habe mich aber entschlossen, das heute Morgen erst rauszubringen, weil ich wollte eigentlich an einem Tag keine zwei Videos rausbringen. Aber ihr habt ja sowieso schon die meisten alles hingestellt und probiert und dementsprechend, aber wir gucken uns das alles mal genüsslich an. So, wir haben ein kleines Paketchen gekriegt, bis neue Update, Unannehmlichkeiten, 5 Diamanten. Das ist schon mal geil, wie ihr hier seht. Ich habe den Kohl schon angepflanzt, meine Frau hat gestern gesammelt gehabt und hier ein bisschen was transferiert, damit ich schon was habe. So, wir gucken natürlich. Was ich natürlich erst noch hinstellen würde, habe ich gestern in der Eile auch ganz vergessen. Natürlich die neue Deko. Da gucken wir nochmal schnell rein. Wie gesagt, ich will hier jetzt keine Hektik machen. Alles Piano. So, da haben wir die Schweinedeko. Die ist ja voll animiert. Das Schweinchen hier ringsrum, astrein. Der schiefe Turm von Pisa. Okay, wo ist es denn? Einmal drauf geklopft. Ah, da ist es. Ast rein. Okay. Das ist geil. Das ist geil. Ast rein. Das ist geil. So, was haben wir gesagt? Wir kriegen natürlich neues Gerät. Wir stellen uns das mal. Ich weiß noch nicht, wo ich das hier hinbastel. Ich denke mal hier oben. Da schmeiße ich mal ein bisschen Deko weg. Aber ich stelle es jetzt erstmal hier unten hin. Erstmal nur zum Gucken. So, das neue Gerät. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ab welches Level das gibt, weil bei mir ist auf jeden Fall schon freigeschaltet. Ich meine, ich hätte irgendwas von 82, aber verbessert mit. Ich habe wirklich nicht nachgeguckt, ich weiß es nicht. Aber für die, die es nicht kriegen, die wissen das natürlich. So, wir stellen es mal hin. Nicht genug Platz, jawohl. Komm her, wir schieben hier den Wald noch mal ein bisschen durch die Gegend. Und haben wir hier drüben nicht noch ein bisschen Platz? Ach, da ist auch alles voll. Alles voll hier, alles voll. Nee, komm hier, hier haben wir Platz. Hier passt das. Und so, da wollen wir es mal hinpacken. Wie gesagt, ich werde das nachher noch mal so ein bisschen einräumen hier. Zack, da ist es. Boah, 4 Tage. So, für euch mache ich es frei, habe ich eigentlich ja ein oder zweimal, seit ich Videos mache, vorher habe ich die immer laufen lassen, 4 Tage. Deswegen ist das wirklich wichtig für die Abos. Ich möchte hier jetzt nicht so Spezialabonnementen haben, die was weiß ich, 1 oder 2 Euro im Monat zahlen müssen, dafür in irgendeinen Button da posten können oder was. Ich finde sowas doof, das ist irgendwie Bettelei, ich mag sowas nicht. Lasst einfach ein Abo da. Und soweit ich weiß, wenn ich über 1000 Abonnementen habe, dann kriege ich auch ein bisschen was von YouTube. Und die paar Euro, die 2, 3 Euro im Monat oder sowas, die werde ich natürlich ins Spiel reinstecken. Und werde euch da was zeigen, damit ihr da auch was von habt. So, wir werden das auf jeden Fall erstmal beschleunigen. Da ist es fertig. So, das Bad. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal die Honigseife benötigt. Ach, eine Honigwabe sogar. Nicht Honig selber, eine Honigwabe. 2 Kakaobohnen und einmal Milch. Ziegenmilch. Jetzt bin ich aber durcheinander. So, was haben wir hier nochmal? Die Zitronenlotion. Einmal Zitrone und einmal Olivenöl. So, komm, wir bauen das hier nochmal auf. Das ist natürlich auch wichtig. Bei mir sind alle Geräte bis zum Exitus außer im Angelbereich ausgebaut.
wer weiß, was gut ist. So, und dann können wir hier nochmal sowas reinmachen. So, und was haben wir hier? Eine Peeling-Seife mit zwei Kakaobohnen, eine Himbeere und zweimal Kaffee. Okay, macht Sinn, der Kaffee da drinne. Weil ich stelle auch selber Seife her und für Peeling-Seife gibt nichts Besseres als Kaffee da drin. Das ist schön reinigend und geiles Peeling. Kann ich nur empfehlen. Also wer Seife selber herstellt, macht mal mit Kaffee. Ast rein. Ist zwar nicht für den täglichen Gebrauch, aber als Peeling-Seife richtig geil. So, dann haben wir einmal Honig-Gesichtsmaske. Da brauchen wir zwei Eier, einmal Honig und einmal Zitronen. Oh, wir brauchen Zitronen und Honig ohne Ende. So, wir holen erstmal schnell auf jeden Fall ein paar Eier. Jetzt habe ich natürlich eben gerade noch mal schnell reingeguckt, wo ich das... ich habe natürlich keine Honigwabe. Okay, dann habe ich wohl Pech gehabt. Aber wir werden hier noch mal Gesichtsmasken... So, wir müssen noch mal gucken. Ich habe die Zeit gar nicht gesehen. So, eine Honigseife dauert eine Stunde. Alter Schwede. Eine Stunde 50 die Zitronenlotion. Die Peelingseife auch eine Stunde. Und eine Stunde 30 die Gesichtsmaske. Das ist natürlich heavy. So, wie viel brauchen wir denn? 140 Stunden für den ersten Stern. Okay, da die ja so lange dauern, weil ich habe hier drüben, habe ich die Wokküche habe ich auf 2 Sterne. Da brauche ich noch ein paar Stunden. Und die Fritteuse gerade mal auf 1 Stern. Da brauche ich noch ein paar Stunden. Und hier von Dütopf auch nur 1 Stern. Ja, da bin ich nah dran. Da bin ich am 2. Stern nah dran. Also das dauert, lege ich aber auch nicht so Wert drauf. Das geht dann nach und nach. So, wir gehen rüber ins Tal. Da sollen ja die neuen Geräte kommen. Quatsch, Geräte. Das Reservoir. So, da haben sie aber schon ganz schön angebaut. So, wollen wir mal die Tierchen hier alle wecken? Oh nein. Wir sehen uns gleich wieder. Aber wie gesagt, das wird ja schon zur Regel hier. Ich weiß wirklich nicht mehr, woran es liegt. Vielleicht hat einer einen Tipp für mich. Wäre ich sehr dankbar. So. Das ist natürlich hier... Boah, bist du verrückt. Na, das ist natürlich riesengroß. Ich dachte natürlich hier mit dem Wasserfall, das wäre hier. Nein, das ist hier. Oh, da kommen die Rentiere hin. Und die Gorilla-Babys. Da können wir hier natürlich schon mal offen machen. Das ist richtig cool. Da haben wir natürlich... Platz ohne Ende, das finde ich cool. So, dann bauen wir hier nochmal schnell was. So, mal einmal offen hier, damit sie sich bewegen können. So, hier holzen wir mal schnell ab. Zack, 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 ist alles nackig. So, da haben sie... Oh, da kommen sie auch schon alle raus hier. Neues Gebiet angucken. So, das brauchen wir alles nicht. Das werden wir nochmal alles verschönern, aber das mache ich nicht hier im Video. Ich will das alles nochmal ein bisschen so abholzen. Ja, das wurde aber auch Zeit, weil wir immer schon gesagt haben, oh, das ist alles so eng. Das hätte man schon mal ein bisschen vorher machen können. Oder? Guck mal, hier ist auch noch so ein Baum. Da kommen sie alle raus hier. Da kommen sie alle rausgeschlichen. Jawohl. Freiheit für die Tierchen. So, na komm, den einen machen wir. Ah, den einen machen wir hier noch. Ne, will er nicht, ne? Will er nicht, mache ist egal. So, wir gucken natürlich ins Buch. Wir kriegen natürlich die Gorilla-Babys. 36, genau, hatte ich mich letztes Mal versprochen gehabt, natürlich. Ich habe gerade eben noch ein Boot gemacht gehabt und als nächstes kommt, ich glaube, das kriegen alle ein Puzzleboot als erstes. So, hier sind die Rentiere. Auch nicht schlecht, auch 36, die kommen dann hier irgendwo hin. Das passt.
schön. Dann ist hier oben vielleicht nochmal für Eisbären oder Pinguine oder sowas. War ja meine Frage, was wollt ihr denn an Tiere haben? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass an Platz 1 Rentiere waren, aber wer weiß. Ja, das war das. Ich müsste mal auf meine schlauen Liste gucken, was es denn noch alles gab. Ja, genau. Die Tiere, Ausbaudeko hatten wir. Ja, die müssen wir ja, kriegen wir ja neue Produkte. Die ist ja fast vergessen. Die neuen Produkte. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Hier habe ich ja alles drauf. Ja. Wäre. Moment. So, da wäre einmal hier der Backofen. Da haben wir sie doch. Die Pilzpastete dauert 51 Stunden. Okay. Der Kohl im Übrigen dauert eine Dreiviertelstunde, also 45 Minuten. Wir brauchen wieder einen Haufen Eier, ne? Wollen wir nochmal schnell holen. Hauen wir natürlich auch nochmal alles sinnvoll. Macht Witz zwar nicht, mache ich aber danach. Ich habe doch so viele Tom-Karten, dass ich eine Tom-Karte hier aktiviere. Aber wir können ja schon mal was herstellen. Hier so ein bisschen Pilzpastete, dauert 51 Minuten. Brauchen tun wir 2 Eier, 3 Weizen, 3 Pilze und 3 Kohl. Das ist natürlich wieder eine Menge. So, dann haben wir hier, was haben wir denn? Eine Suppe in der Suppenküche. Wo? Ja, Quatsch, das ist die Nudelküche. Wo habe ich denn meine Suppenküche? Hier. Na Quatsch, das ist die Salattheke. Ja, bin ich denn doof? Ah, verdammt. So, da haben wir es auch schon. Die Kohlsuppe dauert 1 Stunde und 16. Dreimal Kohl, zweimal Speck, zweimal Kartoffeln und zweimal Mohrrüben. Hauen wir auch nochmal, hier kommt dabei, hauen wir rein, die Bude voll. Brauchen wir alles. Mehr war ja nicht so. Und dann haben wir nochmal die Salattheke. Den Koslowski-Salat. Hier heißt er Krautsalat, nicht Koslow-Salat, sondern Krautsalat. Okay, dreimal Kraut. Was mir aufgefallen ist, eigentlich ist das ja kein Krautsalat, ist ja eigentlich normaler Weißkraut drin. Hier haben wir Rotkraut oder Rotkohl. Naja gut, das ist eigentlich der falsche Kohl, der müsste eigentlich grün sein. Aber naja gut, nee, wir nehmen den roten. Also dreimal davon, einmal Mayonnaise und 2 Mohrrüben. Jawohl, oh, den habe ich schon mal selber gemacht. Richtig geiler Salat. Kann ich empfehlen. Schmeckt schön im Mund, würde ich mal so sagen. So, das waren diese Updates, was ich ja schon alles erwähnt habe. Und neu ist, jetzt muss ich, prügelt mich jetzt nicht tot. Und zwar mit Freunde. Die Supercell-ID, die Freunde hier irgendwie, da kann man chatten mit Freunden, die man vorher noch nicht so hatte oder wie auch immer. Wir gucken jetzt gemeinsam rein. Ich war da selber auch noch nicht drin und ich bin genauso schlau wie ihr, beziehungsweise nicht so schlau, weil ich war da noch nicht drin. So, was haben wir denn hier? Ich kann hier draufklicken. Ah, Moment. Da können wir erstmal unseren Avatar machen. Okay, das ist hier Clash of Clans, glaube ich, ne? Die Brawl Stars. Was ist das denn für einer? Okay, da sind alle auf alten Supercell. Sind da von den ganzen Spielen. Hier Phantomas. Das ist, glaube ich, Brawl Stars. Hier mein Huhn. Was ist das für einer? Auch nicht schlecht. Ach, ich kann mich gar nicht entscheiden. Komm, wir nehmen den hier mal. Der sieht ganz cool aus. Schön hellen Hintergrund. Machen wir mal auf gespeichert.
So, was ist das hier oben mit den drei Punkten? 68 Freundschaftsanfragen. Ja, den nehmen wir doch alle mal an hier. Ja, Freunde kann man immer gebrauchen. Guck mal, die kennen wir doch alle hier. Ja, den nehmen wir auch alle an. Ups. So, was war das eben gewesen? Hallo. Da kann ich draufklicken und dann kann ich Freundschaft nehmen. Okay. Ach, da kann ich glaube Freunde noch hinzufügen. So, erstmal die ganzen Anfragen, die hier drin sind. Ja. Es kommt, wir nähern uns dem Ende. Ich weiß gar nicht, ob es da wie bei den Freunden so ein Maximum von, bei den Freunden, Freundesliste ja Maximum von 250. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch ein Maximum gibt. Das weiß ich nicht. So, jetzt sind wir fertig. Neue Nachrichten haben wir nicht. Was haben wir hier oben? Einstellung. Oh, da kann man sehen, ob ich online bin oder nicht. Neue Freundschaftsanfragen erhalten oder nicht, also kann man aus- und anstellen. So, Namen ändern, man kann hier den unten den Namen ändern. Onkel Jens ist absolut in Ordnung, so kennt man mich. Ah, die angemeldete E-Mail darunter, okay. So, hier haben wir Freunde. Kann man da irgendwie... Wie man hier oben bestimmt, irgendwie, wie kann man schreiben? Nachrichten? Heyday. Okay, hier kann man Freunde hinzufügen, ne? Aber wie kann man schreiben? Meine Spiele, ja, Brawl Stars machen wir nicht mehr. Kann man sich da abmelden? Keine Ahnung. Profilbild ändern. Also wie man schreiben kann, weiß ich nicht. Hier kann man News bekommen. Ja, eigentlich nur, ich mache hier nur Heyday, den Rest. Doch Supercell News können wir auch mitnehmen. Das ist die Einstellung. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich weiß nicht, wie man da Nachrichten sendet. Aber vielleicht ist auch noch nicht ganz ausgereift. Aber ist eine tolle Sache, weil er schon immer gesagt hat, ja, man ist mal irgendwie befreundet mit irgendwo, hat man in der Zeitung kennengelernt oder in irgendeiner anderen Gemeinschaft, als aber über Facebook oder sowas nicht befreundet. Und man kann... Oh, nein, nicht schon wieder! Oder man kann... Nachrichten kann man nicht senden und sowas. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, wie weit das funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht hat einer einen Tipp oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe auch noch nicht nachgelesen, nachgefragt, aber das ist auch Neuland. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, ich bin wahrscheinlich noch dümmer als ihr da in der Hinsicht. Keine Ahnung. Was aufgefallen ist, was ich wie gesehen habe, überall laufen auf einmal die Füchse rum. Waren da oben nur gewesen? Bei meiner Frau habe ich gesehen, da waren etliche. Nee, bei mir ist auch alles so zugeballert hier. Bei mir sind hier oben. Jedenfalls habe ich Füchse. Wird ja immer gefragt, wie kriegt man Füchse? Das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Die Barbara und Nada bei uns in der Gruppe, das sind hier unsere Fuchsexperten. Die haben da schon rumgetüftelt mit irgendwelchen Büschen, irgendwo bestimmt hinstellen und einmauern. Und die sind da schon richtig... Fuchs, sage ich mal. Fuchs sind sie da drinnen. Ja,
So, das war das Update. Dazu noch sagen, Derby, morgen, Derby, stinknormales Derby. Ich wurde natürlich abgemeldet, wie jeder bei uns in der Gruppe. Und natürlich sind wir beim Derby wieder mit dabei. Wir gucken mal rein, wie viel sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal nur? Diesmal wenig. Ja, vielleicht kommt der eine oder andere nochmal nach. Und heute natürlich, ich konnte natürlich auf Arbeit nichts machen. Ich konnte das Update nicht runtersagen. Natürlich LKWs, hatte ich ja heute Morgen schon gesagt. Und da wollen wir natürlich, musste ich heute Abend und morgen früh nochmal so ein bisschen nachziehen oder morgen Mittag. So, das soll es auch gewesen sein. Ich denke mal, ist zwar nichts Neues, was ich erzählt habe, außer die ID da oben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wenn ich genaueres weiß, mit dem Freundschaften anschreiben, sage ich euch natürlich Bescheid. Ansonsten, viel Glück da draußen, schönes Leben, euer Onkel Jens.